JTFO Skispringen seht ihr bei Hauptstadtsport TV. Im Skisprungwettbewerb von JTFO treten die jungen Sportler nicht wie sonst üblich als Vertreter ihrer Schulen, sondern in Regionalteams an. Im heutigen Einzelwettbewerb versuchen sich 63 Mädchen und Jungs an der Schülerschanze in Schönwald. Favorisiert sind ganz klar die Springer aus Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen. Nach dem ersten Durchgang liegt Jonathan vom Team Bayern Ost mit stolzen 22,5 Metern in Front. Aber auch die Leistungen der anderen Kinder können sich sehen lassen, findet Bundesnachwuchstrainer Sepp Buchner. Eigentlich ein Wahnsinn, was wir heute jetzt wieder für Leistungen gesehen haben. Wir haben ja hier wirklich die bundesweit stärksten Skispringer in den Jahrgängen 07, 08 am Start. Und auch dieser erste Durchgang vom Niveau her erstklassig. Wahnsinnsleistungen von den Jungs und Mädchen macht uns stolz. Der sogenannte kritische Punkt liegt bei dieser Schülerschanze übrigens bei 20 Metern. Den sollte man schon überspringen, will man am Ende ganz vorne landen. Und wer weiß, vielleicht wird bei JTFO ja auch noch der Schanzenrekord von 24 Metern eingestellt. Ja, das Ziel ist es, der Anlauf ist so ausgelegt, dass man wirklich bis zum K-Punkt bzw. bis zum Schanzenrekord hinspringen. Würde mich freuen, wenn wir hier einen neuen Schanzenrekord sehen. Das schafft am Ende aber dann trotz guter Bedingungen niemand. Jonathan muss noch kurz zittern, ob seine Führung hält, als sein ärgster Verfolger Lars an der Reihe ist. Der Schwabe springt aber erneut mit 22 Metern die exakt gleiche Weite wie der Bayer und muss sich der schlechteren Haltungsnoten wegen mit Silber begnügen. Als bestes Mädchen springt Sina vom Team Bayern West auf den vierten Platz, dank ihres Geheimrezepts. Ich habe mich heute einfach konzentriert auf Springen und habe mich dann einfach vor dem Sprung nochmal auf die Oberschenkel geklopft, dass die schön warm sind und ja. Und halt, ja. Es geht aber noch einfacher mit dem Siegelweißgewinner Jonathan. Ich wollte einfach nur mein Ding machen und dann hat es halt jetzt geklappt. Morgen steht dann noch das Teamspringen auf dem Programm. Zu sehen natürlich wieder bei Hauptstadtsport TV.